Wir haben noch eine dritte Variante dabei, das ist jetzt extra für diese Veranstaltung. Haben wir uns entschlossen, auch Siebenseiter noch zu machen. Sie waren ohnehin im Programm, aber es gab noch keine real existierende Siebenseiter von KWL Guitars. Da habe ich heute zwei Modelle dabei. Die eine ist im Prinzip von der Schaltung ausgestattet wie mein Prototyp, also mit zwei Humbuckern, zwar von Bernackels und nicht von Häusl, und einem 5-Weg-Schalter, Dive Switch, zwei Regler, einmal Volume, einmal Ton. Die steht da drüben. Und die ich hier jetzt dabei habe, ist eine, die hat nur einen Humbucker, die ist wieder so, wie es gerade mir so richtig liegen würde, mit wenig drin. Das ist ein Black Hawk von Bernackel drin. Diese hat jetzt keinen Direct Switch. Sie hat einen Volume-Regler, einen Tonregler und der Tonregler, der schaltet den Humbucker seriell parallel. Oh, das ist okay. Die wollte ich gar nicht. Für die Gitarre habe ich jetzt nur einen Drum-Track ohne Bass oder irgend sowas, nur um einfach mal so das, ich denke, es wird irgendwie hörbar, dieses Riff-Monster vorzuführen.